So, ey Leute, willkommen zurück zu WePlay Oldschool zu einer weiteren Folge GTA Online Tipps und Tricks. Und hier geht es darum, um die Dauerfeuerfunktion der Muskete. Es ist ziemlich easy, ein ziemlich cooler Trick, weil ihr wisst ja, normalerweise braucht ja die Muskete ca. 4 Sekunden, um nachzuladen, was ja ziemlich lang ist. Es ist okay, es ist realistisch, aber es ist halt ziemlich lang. Das könnt ihr auf mindestens 2 Sekunden verkürzen, also dass ihr nur noch so ca. 2 Sekunden braucht, um dann nachzuladen. Und den kleinen Trick, diesen kleinen Glitch habe ich von dem Escalation Royale, der hier mit in der Party ist, der mit in dem Match ist. Und der Escalation Royale hat den wiederum von dem Liker, der hat ihm gezeigt. Keine Ahnung, wo er den her hat. Jedenfalls, ich fand den ziemlich cool. Und wollten halt gleich mal ausprobieren, wollten euch gleich mal zeigen, wollten euch gleich mal mit euch teilen. Ne? Geht folgendermaßen, ihr müsst, wenn ihr mit der Muskete abfeuert, gleich zu einer anderen Waffe wechseln. Also zum Beispiel, ich zeig's euch mal. Bam. Und so, und wir zur Muskete, ihr schießt, okay, ihr müsst es halt ziemlich schnell machen, seht ihr, sonst ladet er halt nach. So, ich mach's gleich nochmal. Ich habe ja in dem Fall das Feuerwerksabschussgerät in der Pfote. So, pass auf, ich nehme mal eine Muskete in der Hand und schießen, andere Waffe, schießen, andere Waffe, okay. Jedenfalls, das ist das, ja, okay, du bist noch da. So, das ist das Prinzip. Okay, schießen, andere Waffe, schießen, andere Waffe gleich, schießen, andere Waffe gleich, schießen. Ja, seht ihr? Das geht hammerschnell, ja. Also ist vielleicht, ich würde sagen, ihr braucht maximal so, keine Ahnung, diese Wechselaktion, wie lange dauert die? Vielleicht 1-2 Sekunden. Auf jeden Fall deutlich schneller, als wenn ihr normal nachladen würdet, halt mit Pulver reinstopfen, Kugel reinstopfen, dies, das. Also ich habe ja wieder Schuss voll. Kann ja mal schauen. Schießen, wechseln, schießen. Okay, mal. Ja, okay, jetzt muss ich wieder nachladen. Ich habe nicht aufgepasst. Ja, es muss halt in Fleisch und Blut übergehen. Ihr müsst halt ein paar Mal probieren. Irgendwann habt ihr das raus. Dann könnt ihr ja praktisch so mit der Muskete Dauerfeuer machen, ohne nachzuladen. So im auf die normale Art. Also nochmal. Bam, andere Waffe. Bam, andere Waffe. Bam, andere Waffe. Bam, andere Waffe. Es geht halt ziemlich schnell. Also es sind vielleicht 1-2 Sekunden, die ihr da braucht, die da zwischen dem Schuss oder zwischen den Schüssen liegen. Und das ist halt ziemlich geil, ziemlich praktisch, würde ich sagen. Eignet sich besonders gut für solche Matches, wo wie zum Beispiel das hier. Das heißt hier Panikattacke. Das ist von Rockstar erstellt worden. Ist ja mit dem Independence Day Special dazugekommen. Und ja, ein offizielles Deathmatch ist es und da könnt ihr so ein bisschen, habt ihr so einen schon einen ziemlich guten Vorteil gegenüber euren Gegnern. Da könnt ihr das ein bisschen mal ausprobieren. Also wenn ihr da einen habt, der das für euch hostet oder wenn ihr da gerade reinjoint, da könnt ihr eure Feinde so ein bisschen überraschen. Habt ihr da so einen richtigen Vorteil, könnt ihr die über den Haufen ballern mit der Dauerfeuerfunktion von der Muskete. Ja, also nochmal, bam, Waffe wechseln. Na, oh, ich habe keine Schüsse mehr. Und dann mache ich mal so kurz umbringen. So, und umbringen. Okay. Ich versuche es gleich nochmal. Dann zeige ich es euch nochmal. Letztes Mal. So, schießen, andere Waffe. Schießen, andere Waffe. Schießen, andere Waffe. Also sofort nach dem Schuss zur anderen Waffe wechseln. Und dann lädt halt die Muskete nicht nach und ihr könnt sofort wieder weiterschießen. Schießen, andere Waffe, Muskete. Ja. Okay, also ihr wisst Bescheid, nach dem Schuss zur anderen Waffe und dann wieder sofort zur Muskete, diesen Wechsel müsst ihr halt ein bisschen üben und ja, dann könnt ihr halt verdammt schnell schießen. Also ich darum habe ich es halt die Dauerfeuerfunktion genannt, macht ja Sinn. Ja. Okay, ich bedanke mich auf jeden Fall nochmal bei Escalation Royale, dass sie mir das verraten hat, ja, und natürlich... Ja, natürlich beim Liker. Keine Ahnung, ob das sich das selbst ausgedacht hat, ob er das selbst rausgefunden hat, der Liker. Oder ob er es woanders her hat. Jedenfalls, coole Sache, ziemlich praktischer Trick, ziemlich praktischer Glitch. Und ich bedanke mich auch bei euch fürs Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Ihr haut rein. Und ich bin raus. Bis denn. Und ich hau dich auch raus. Bye bye. Du Niggi. Bam. Ins Face. Ins Adlerface.